Buongiorno e benvenuti alla vostra nuova lezione di tedesco. Willst du mit mir tanzen? Vuoi ballare con me? Willst du mit mir tanzen? Nein, danke. Ich kann nicht tanzen. Ich kann nicht tanzen. Entschuldigung, es tut mir leid, aber ich kann nicht tanzen. Wir haben viel getanzt und gelacht. Abbiamo ballato e riso molto. Wir haben viel getanzt und gelacht. Wie war es auf der Party? Ich war gestern auf einer Party und wir haben viel getanzt und viel gelacht. Ich mag Eis essen. Mi piace mangiare il gelato. Ich mag Eis essen. Was magst du essen? Im Sommer zum Beispiel. Was magst du essen? Ich mag Eis essen. Wir haben keinen Wein mehr. Abbiamo finito il vino. Wir haben keinen Wein mehr. Und ich möchte Wein trinken. Kannst du in den Laden gehen, um etwas Wein zu kaufen? Ich möchte Wein trinken und wir haben keinen Wein mehr. Ich gehe jeden Morgen zu Fuß zur Arbeit. Ogni mattina vado al lavoro a piedi. Ich gehe jeden Morgen zu Fuß zur Arbeit. Also, wie gehst du zur Arbeit? Gehst du mit dem Bus? Nein. Gehst du mit dem Auto? Nein. Gehst du mit dem Fahrrad? Con la bici? No. Wie gehst du zur Arbeit? Ich gehe zu Fuß. A piedi, zu Fuß. Sie ist zur Schule gegangen. Lei è andata a scuola. Sie ist zur Schule gegangen. Wo ist sie? Wo ist deine Tochter? Ist sie zu Hause? Nein, sie ist nicht zu Hause. Und wohin ist sie gegangen? Wohin ist sie gegangen? Sie ist zur Schule gegangen. Bist du noch müde? Sei ancora stanco? Bist du noch müde? Du hast 10 Stunden geschlafen. Warum bist du noch müde? Ich verstehe das nicht. Du hast viel genug geschlafen. Ich bin noch müde. Hast du gut geschlafen? Hai dormito bene? Hast du gut geschlafen? Ja, ich bin gut geschlafen, danke. Ich schlafe immer gut. Du schläfst zu wenig. Dormi troppo poco. Du schläfst zu wenig. Du sollst mehr schlafen. Du sollst mehr als 5 Stunden schlafen. Du sollst wenigstens 7 oder 8 Stunden schlafen. Wann schläfst du normalerweise ein? Quando ti addormenti di solito? Wann schläfst du normalerweise ein? Ich schlafe normalerweise um 11 ein. Wann schläfst du normalerweise ein? Gestern bin ich sehr spät eingeschlafen. Ieri mi sono addormentato tardissimo. Gestern bin ich sehr spät eingeschlafen und deshalb bin ich noch müde. Es ist ein schöner Abend. È una bella serata. Es ist ein schöner Abend. Warum gehen wir nicht aus? Warum gehen wir nicht spazieren? Ich war gestern Abend nicht zu Hause. Ieri sera non ero a casa. Ich war gestern Abend nicht zu Hause. Wo warst du? Ich habe dich angerufen. Ja, ich weiß, dass du mich angerufen hast, aber ich war gestern Abend nicht zu Hause. Ich war in einer Bar. Er hat mich zum Abendessen eingeladen. Lui mi ha invitato a cena. Er hat mich zum Abendessen eingeladen und deshalb bin ich sehr aufgeregt. Ich bin sehr glücklich, weil er mich zum Abendessen eingeladen hat. Und das Abendessen war lecker. La cena era buonissima.
Das Abendessen war lecker. Das Abendessen hat mir gefallen. Es war lecker, es war köstlich, es war gut. Das Abendessen hat mir sehr gefallen. Abends bin ich zu Hause. La sera sono a casa. Abends bin ich zu Hause. Wo bist du gewöhnlich? Abends? Abends bin ich zu Hause. Abends bleibt auch sie gerne zu Hause und liest. Di sera le resta a casa e legge. Abends bleibt sie gerne zu Hause und liest. Was macht sie? Abends, sie bleibt zu Hause. Sieht sie fern zu Hause? Nein, sie sieht nicht fern. Sie liest. Sie liest ein Buch. Abends zu Hause. Trinken Sie gern Kaffee? Beve volentieri il caffè? Trinken Sie gern Kaffee? Ja, ich trinke gern Kaffee. Besonders morgens. Sie kocht nicht gern. Lei non cucina volentieri. Sie kocht nicht gern. Mag sie kochen? Kocht sie gern? Nein, sie kocht nicht gern. Und kocht sie jeden Tag? Ja, sie kocht jeden Tag, weil sie kochen muss. Weil sie für ihre Familie kochen muss. Mit wem hast du gestern das Spiel gesehen? Con chi hai guardato la partita ieri? Mit wem hast du gestern das Spiel gesehen? Ich habe gestern mit meinen Eltern das Spiel gesehen. Gestern war Freitag. Ieri era venerdì. Gestern war Freitag. Gestern war er krank, aber heute ist er wieder gesund. Ieri lui era malato, ma oggi sta di nuovo bene. Gestern war er krank, aber heute ist er wieder gesund. Er ist gestern zur Arbeit nicht gegangen. Warum ist er zur Arbeit nicht gegangen? Weil er krank war. Und heute ist er zur Arbeit gegangen. Heute ist er wieder gesund. Er fühlt sich besser heute. Wir essen und trinken. Mangiamo e beviamo. Wir essen und trinken. Was macht ihr jetzt? Wir essen und trinken. Sie liest und ich lerne. Lei legge e io studio. Was macht ihr? Sie liest und ich lerne. Ich habe kein Geld bei mir. Non ho soldi con me. Ich habe kein Geld bei mir. Kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Tut mir leid, aber ich kann dir kein Geld leihen, weil ich kein Geld bei mir habe. Sie verdient viel Geld. Lei guadagna molti soldi. Sie verdient viel Geld. Ist sie mit ihrem Job zufrieden? Ja, sie ist mit ihrem Job zufrieden, weil sie viel Geld verdient. War die Wohnung teuer? L'appartamento era costoso. War die Wohnung teuer? Ja, die Wohnung war teuer. Aber es hat sich gelohnt. Die Wohnung ist sehr schön und hell. Und teuer. Hier ist das Leben teuer. La vita è cara. Qui. Hier ist das Leben teuer. Hast du Hunger? Hai fame? Hast du Hunger? Ja, ich habe Hunger. Ich möchte etwas essen. Er hat Hunger und er will essen. Lui ha fame e lui vuole mangiare. Er hat Hunger und er will etwas essen. Ich habe Hunger. Io ho fame. Ich habe Hunger. Jetzt habe ich noch keinen Hunger. Non ho ancora fame. Jetzt habe ich keinen Hunger. Aller Anfang ist schwer. Ogni inizio è difficile. Devi essere un paziente. Du musst geduldig sein, weil aller Anfang schwer ist. Es ist nicht so schwer. Non è così difficile. Es ist nicht so schwer. Komm schnell, der Zug fährt in 10 Minuten. Vieni velocemente, il treno parte tra 10 minuti. Komm schnell, der Zug fährt in 10 Minuten. Ab. Mach schnell, damit wir nicht zu spät kommen.
fai in fretta in modo che non arriviamo tardi. Mach schnell, damit wir nicht zu spät kommen. Das Mädchen ist im Park. La bambina è al parco. Dov'è la Mädchen? Dov'è das Mädchen? Wo ist das Mädchen? Dov'è la bambina? Wo ist das Mädchen? Ist das Mädchen zu Hause? Nein, das Mädchen ist nicht zu Hause. Das Mädchen ist im Park. Was macht das Mädchen im Park? Sie spielt im Park. Mit wem spielt sie im Park? Sie spielt mit ihrem Bruder im Park. Kennst du dieses Mädchen? Conosci questa ragazza? Kennst du dieses Mädchen? Ja, ich kenne dieses Mädchen. Dieses Mädchen ist meine Schwester oder meine Freundin. Kann ich jetzt nach Hause gehen? Posso andare a casa adesso? Kann ich jetzt nach Hause gehen? Ich bin sehr müde und ich habe Hunger. Ich will nach Hause gehen. Ich muss jetzt schlafen, weil ich morgen früh aufstehe. Ora devo dormire, perché domani mi alzo presto. Ich muss jetzt schlafen, weil ich morgen früh aufstehe. Ich gehe ins Bett. Ich kann ihr Buch nicht finden. Non riesco a trovare il suo libro. Ich kann ihr Buch nicht finden. Können Sie mir mein Buch zurückgeben? Ja, ich will das machen, aber ich kann es nicht finden. Ich weiß nicht, wo ihr Buch ist. Wenn ich ihr Buch finde, gebe ich Ihnen ihr Buch zurück. Sie können bei uns bleiben, solange Sie wollen. Può restare da noi per quanto tempo vuole. Sie können bei uns bleiben, solange Sie wollen. Ich kann nur kurz bleiben. Posso rimanere solo un po'. Ich kann nur kurz bleiben. Ich trinke nur schwarzen Kaffee. Bevo solo il caffè nero. Ich trinke nur schwarzen Kaffee, ohne Milch. Ohne Zucker. Ich will nur etwas sagen. Voglio dire solo una cosa. Ich habe eine Frage. Ich will nur etwas sagen. Ist deine Frau vielleicht zu Hause? Tua moglie forse a casa? Ist deine Frau vielleicht zu Hause? Ich will mit ihr sprechen. Er kommt vielleicht. Forse lui verrà. Er kommt vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Wo kann ich Tickets kaufen? Dove posso comprare i biglietti? Wo kann ich Tickets kaufen? Ich weiß nicht, wo du Tickets kaufen kannst. Was hat sie gestern gekauft? Cosa ha comprato ieri? Was hat sie gestern gekauft? Gestern hat sie eine neue Jacke gekauft. Und ich habe mein Fahrrad verkauft. Io ho venduto la mia bicicletta, non mi serve più. Ich habe mein Fahrrad verkauft. Ich brauche es nicht mehr und ich habe mich entschieden, mein Fahrrad zu verkaufen. Will sie ihr Auto verkaufen? Lei vuole vendere la sua macchina? Will sie ihr Auto verkaufen? Nein, sie will ihr Auto nicht verkaufen. Sie braucht ihr Auto. Wie ist das Wetter? Che tempo fa? Wie ist das Wetter? Es ist warm, aber nicht sonnig. Es ist bewölkt. Es wird vielleicht regnen. Das Wetter ist heute herrlich. Oggi il tempo è splendido. Das Wetter ist heute herrlich. Ich gehe nicht aus, weil das Wetter schlecht ist. Non esco perché il tempo è brutto. Ich gehe nicht aus, weil das Wetter schlecht ist. Es ist wichtig, gesund zu essen. È importante mangiare bene. Es ist wichtig, gesund zu essen. Viel Gemüse und viel Obst. Das ist wichtig für deine Arbeit. È importante per il tuo lavoro. Das ist wichtig für deine Arbeit. Die Reisen sind wichtig in meinem Leben. I viaggi sono importanti nella mia vita. Die Reisen sind wichtig in meinem Leben. Wir haben noch eine halbe Stunde. Abbiamo ancora mezz'ora. Wir haben noch eine halbe Stunde.
Der Termin war vor einer Stunde. L'appuntamento era un'ora fa. Der Termin war vor einer Stunde. Du bist zu spät. Wie geht es dir? Come stai? Wie geht es dir? Es geht mir gut. Es geht mir gut. Wie heißt deine Freundin? Come si chiama la tua fidanzata? Wie heißt deine Freundin? Meine Freundin heißt Maria. Sie heißt Maria. Und das ist alles für heute. Tschüss.